Just beat it, beat it, beat it, beat it. Just beat it. Nein, es ist schön, euch wiederzusehen. Jo, hallo und herzlich willkommen zu Stu. Ich möchte euch an eure spezielle Aufgabe erinnern. Delia 1. Zu Dungeon Lords. Verkauft. Dem Spiel, was ich hier verkauft, display. Verkauft. Habe ich gehört. Verkauft, verkauft. Verkauft, verkauft, verkauft. Okay. Nice. Taube der Nacht. Die habe ich schon. Ich sollte mal einen neuen Helm kriegen. Mich doch wieder. Ich habe dezent entschieden, dass wir einfach mal ins Kastatarrenhaus gehen. Ein Ort, vor dem ich früher voll viel Angst gehabt habe eigentlich. Und da ist die Pizza. Ich müsste genug Waffen haben, um da reinzugehen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Wenn nicht, dann muss ich mich ja zurückziehen. Das ist der erste wirkliche Dungeon in dem Spiel und es heißt ja nicht umsonst Dungeon Lord. Indem wir hier die harten Lords in den Dungeons töten. Oh mein Gott! Sondern sie mir Gold stehlen. Niemand stiehlt mir Gold. Man merkt ja, der Schwierigkeitsgrad ist entsprechend. Oder wobei, das machen wir nachher. Das wird so das Letzte, was wir in Fernheim machen. Würde ich mal sagen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich noch neue Waffen kriege. Und indem wir die Hauptstory vorantreiben. Das werde ich jetzt mal so gesagt. Das Herrenhaus mache ich in der Session noch. Das geht schon noch. Dog and funky, da na 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 na. Just beat it, beat it, beat it, beat it, beat it. Just beat it, just beat it. Now you wanna go, you need it. Just beat it, beat it, beat it, beat it, beat it. Just beat it! Nee, hab ich noch nicht, okay. Ich kaufe mir mal neue Heiltränke. Mehr von den großen. Schön, dass man euch mal wieder in der. Schön, euch wiederzusehen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Erledigt, 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 wobei. Erledigt, 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 erledigt. Die halt immer. Erledigt. Goblin Kriegsmaske halt instant kaputt ist. Dass ihr zu meinen Kunden zählt. Erledigt, 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 erledigt. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich Ramschbeute. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Bitte reise. Okay.
seit einer Wache ist nie getan. Okay. Macht weiter. Hütet euch, denn die Straßen sind gefährlich. Ach, really? Schön, euch wiederzusehen, Bruder. Leider sind die Sterne für unseren Bruder verblasst. Augustus der Seher ist nicht mehr. Dafür scheinen die Sterne jetzt besonders hell für euch. Ein derartiges Zeichen kündigt von großen Umwälzungen. Meine Visionen sind zu schwach, es zu deuten. Celestine wartet daher in ihren privaten Räumlichkeiten. Folgt mir, oh, und ich führe euch zu der Celestine. Jetzt gibt ihr harten Dirty Toe. Talk dirty to me. Ich habe euch erwartet. Fürchtet euch nicht. Ich bin die Celestine, ein Apostel des Celestischen Ordens. Die Zeit führt den Weg der Sterne. Und diese sorgen dafür, dass allen ihr Schicksal zuteil wird. Augustus der Seher weilt nicht mehr in der Welt der Menschen. Möge sein Geist Frieden finden. Augustus der Seher sah in die Tiefen der Sterne und fand dort ein Zeichen. Er glaubte, dieses Zeichen würde die Zukunft ändern. Er glaubte so fest an das Zeichen, dass er sein Leben gab, um es zu finden. Ihr seid dieses Zeichen und ein besonderes Geschenk des Schicksals, das einen Beweis für seinen festen Glauben darstellt. Ein Zeichen, das die Verdammnis, die dem Reich von allen Seiten droht, noch abgewendet werden kann. Euch ist es durch dieses Wunder bestimmt, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Nur durch eure Entschlossenheit ist es möglich, das Schicksal zu ändern. Augustus der Seher hat sein Leben gegeben, um euch zu finden. Euch ist ein außergewöhnlicher Weg beschieden, der momentan noch im Nebel der Ereignisse verborgen ist, die sich erst abzeichnen werden. Ihr werdet durch eine ungewöhnliche Sternenkonstellation geleitet. Euer Schicksal gabelt sich an zahlreichen Knotenpunkten. Solch ein außergewöhnlicher Weg ist nur wenigen von allen Menschen beschieden, die im Verlauf der Zeitalter geboren werden. Wählt euren Weg mit Bedacht, denn all eure Taten können ihn ändern. Immerhin ist es trotz allem das Leben eines Sterblichen. Doch jetzt muss ich euch eine Aufgabe erteilen, da die Kräfte der Dunkelheit nach dem Reich greifen. Die Position der Sterne zueinander ändert sich beständig, wenn auch ihr Kurs am Himmel stets der gleiche ist. Das gleiche gilt für die Dinge, die auf uns zukommen. Der Celestische Orden hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Geheimnisse des Wissens zu entschlüsseln. Denn wenn man das Schicksal einer Person ändern kann, kann man oft das Schicksal vieler Personen ändern. Der Sternenkristall, den ihr von Augustus dem Seher erhalten habt, ist sehr selten und verfügt über die Kraft des Lebens selbst. Sein Schicksal bestand darin, sich zu opfern, damit ihr diese Macht erhalten könntet. Dies ist ein Beweis, wie sehr er auf euch vertraute. Der Sternenkristall wird euch das Leben bringen, wenn ihr den mächtigen Kräften erliegt, gegen die ihr antreten müsst. Doch seid gewarnt. Jedes verlorene Leben wird euch auch eines Teils eurer Vergangenheit berauben und euch so einen Teil der Kraft kosten, die ihr schon gesammelt habt. Der Sternenkristall absorbiert die celestischen Energien der Sterne und aller himmlischen Körper. Jeder Sternenkristall kanalisiert eine ganz eigene Kraft, die von den celestischen Kräften abhängig ist, die in seinen Tiefen schlummern. Die Feinde von Fernhain marschieren des Nachts. Sie sind die Boten des Todes und der Zerstörung. Sie suchen die Relikte der Macht, Artefakte von erschreckender Stärke. Es war der Magier Galdrin, der diese Artefakte einsammelte und sie im ganzen Königreich verbarg. Er versteckte sie im ganzen Land und schwor, sie vor dem Zugriff des Bösen zu beschützen. Wenn ihr tatsächlich das Zeichen tragt, so wie es Augustus der Seher vorhersah, wartet eine kritische Herausforderung auf euch. Es ist ein Test, der für das Reich von großer Bedeutung ist. Oh nein. In den Katakomben des Tempels wartet eines der Relikte der Macht. Es wurde von jenen dort versteckt, die einst schworen, das Reich zu beschützen.
Doch die Kräfte der Dunkelheit haben es entdeckt. Ein mächtiges, böses Wesen kommt, um es von dort zu stehlen. Ihr müsst die Katakomben betreten und das Relikt beschaffen. Dann müsst ihr es mit eurem Leben bewachen. Doch hütet euch, das Böse hat bereits seine Geister heraufbeschworen, die jetzt in den Katakomben ihr Unheil treiben. Sie sollen alle daran hindern, das Relikt vor ihm zu erreichen. Der Schlüssel öffnet die Friedhofstore draußen. Dahinter findet ihr den Eingang zu den Katakomben. Nun geht und findet das Relikt der Macht in den Tiefen der Katakomben. Dann kehrt zu mir zurück. Schwere Zeiten kommen auf Fernhain zu. Die Entschlossenheit und der Mut des Fürsten sind ins Wanken geraten. Das Schicksal seiner Tochter Elovin wird von den Schatten verhüllt und ist doch gleichzeitig ein wichtiger Teil in dieser Kette von Ereignissen. Die uralten Relikte der Macht wurden im letzten Zeitalter geschmiedet. Sie verfügen über unglaubliche Kräfte. Nur die Höchsten können ihre Geheimnisse verstehen. Nur die Höchsten können ihre wahre Macht entfesseln. Der Magier Galdrin nutzte diese große Macht, um die Mächte der Dunkelheit in Schach zu halten. Doch er wurde von jenen verraten, denen er vertraute. Obwohl sein Tod in den Sternen sichtbar wurde, wurden die Tabellen auf seltsame und trügerische Weise verändert. Wir entdeckten es zu spät, um sein tragisches Ende zu verhindern. Die Sterne von Fürst Daven Moores Tochter Elovin sind von treibender Dunkelheit verhüllt. Ihre Bahnen sind chaotisch und unvollständig. In der Tat ein ominöses Zeichen. Ihre Zukunft stellt ein hoffnungsloses Wirrwarr drohender Ereignisse dar. Ihr müsst die Katakomben außerhalb des Tempels betreten und das uralte Relikt der Macht beschaffen. Kehrt dann so rasch wie möglich zu mir zurück. Okay. Das werden wir tun. Wobei dieses Böse, was auch immer da ausgeschickt wurde, um das zu holen, das habe ich noch nie gesehen. Das ist mir neu. Euch die Sterne führen. Aber wir werden es sehen. Schön, euch wiederzusehen, Bruder. Willkommen im Tempel der Zirzene, mein Bruder. Hier im Tempel. Der Celestische Orden ist eine uralte Sekte. Da ihr euch auf eine andere Klasse spezialisiert habt, könnt ihr dem Celestischen Orden nicht mehr beitreten. Mögen euch die Sterne wohl führen. Also machen wir zuerst die Katakomben, dann das Herrenhaus. Weil das Herrenhaus doch etwas schwerer ist als die Katakomben. Ein Heimgruft. Oh, ich kann schon was hören. Jetzt kommen schon die ersten Knochenboys. Meine Kommand treibt sein Unwesen. Und ich hätte gesagt, wir gehen mal hier entlang. Früher hatte ich immer voll Schiff hier unten. Weil hier halt immer so. Vor allem, weil hier halt random einfach die. Wegen der random Encounters. Oh mein Gott!
Waren aber jetzt genug Skelette. Waren gefühlt 300 Stück. Boah, leicht. Geht so langsam voran. Gerade bin ich doch ein wenig schreckhaft. Was liegt daran? Wahrscheinlich einfach, weil ich weiß, was jetzt da kommt. Oder was hier so kommt. Und weil ich einfach erwarte, dass es kommt. Ganze Reihe. Komm, macht man die Tore auf. Kommen 2000 Diebe rein. Die hilft so selbst der Plattenpanzer nicht mehr. Den ich nicht benutzen kann. Ich dachte euch jetzt bestimmt, welcher Plattenpanzer. Wow. Auf den habe ich jetzt ehrlich gesagt die ganze Zeit gewartet. In den Arsch. Gleich kommt der Arno-Step. Die Axt voll in